Das ist. Sie können sich die ganze Zeit noch anschauen. Und? Was siehst du? Ich sehe das Gesicht, das ich mehr liebe als alles andere auf der Welt. Ich habe Angst. Wovor? Dass ich diesen Moment hier nicht festhalten kann. Und dass morgen wieder alles anders ist. Dass das hier wieder nur eine von den vielen Erinnerungen ist, die ich an dich habe. Das würde ich nicht ertragen. Komm mal her zu mir. Ich meine das ernst. Ja, ich meine das sehr ernst, was ich vorhin gesagt habe. Es ist mir egal, was alle sagen, was sie denken. Ich will nur dich. Aber? Kein Aber. Weißt du, als du Lars nicht geheiratet hast, da ist mir klar geworden, dass wir nur einmal leben. Und dass ich dieses Leben nicht mit der falschen Frau teilen kann. Ich habe keine andere Wahl. Das mit Lars, das war nur, weil ich... Das ist vorbei. Es ist jetzt vorbei, es gibt nur noch uns. Du glaubst nicht, wie oft ich davon geträumt habe, dass du genau das sagst. Habe ich in deinem Traum auch gesagt, dass ich Hunger habe? Ja. Ja. Mhm. Und ich habe dir dann einen süßen Kuss gereicht und gesagt, dass alle Küsse dieser Welt nur für dich sind. Mhm. Weil ich immer, wenn ich sie gemacht habe, nur an dich gedacht habe. Das ist aber eine Lügnerin, du. Das Schlimme ist, es ist die Wahrheit. Gott, du bist so schön. Versprich mir, dass du nie wieder aufhörst zu lächeln. Ja? Alexander, ich wollte wegen Katharina... Vater, es ist zu spät für gut gemeinte väterliche Belehrungen. Zu spät? Warum? Ich werde weder mich noch Katharina unglücklich machen. Weißt du, wie das ist, wenn man sein Leben mit einem Menschen verbringt, den man nicht liebt? Das hat Katharina nicht verdient. Willst du mir doch nicht sagen? Doch. Ich werde Laura Mahler heiraten. Ich liebe sie und ich werde noch heute mit Katharina darüber reden. Tanja, oh Gott, ich könnte die ganze Welt umarmen, ich werde wahnsinnig. Die ist einkaufen gegangen. Was ist denn los mit dir? Bist du befördert worden? Ach, befördert. Weißt du, wie egal mir mein Job gerade ist? Nein, was ich immer gesagt habe, ich habe es immer gewusst, Alexander hat sich für mich entschieden. Was machst du für ein Gesicht? Oh, das hättest du nicht gedacht, ne? Aber ich habe es die ganze Zeit gewusst, ich habe es gefühlt. Erzähl doch einfach mal genau, was passiert ist. Weißt du dich gar nicht? Doch, tue ich doch. Freu dich doch mal mit mir, wirklich. Er meint's ernst. Er hat's ganz klar zu mir gesagt. Er hat gesagt, ich will mit dir zusammen sein, für immer. Was ist denn? Er meint's wirklich ernst, glaub mir doch. Ja, ja, ich glaub dir, ja. Du musst ihn kennenlernen. Du wirst ihn lieben. Du wirst ihn genauso lieben wie ich. Wo ist denn Tanja bloß? Ist sie schon lange weg? Laura, bleib mal ganz ruhig sitzen. Was ist denn? Was ist denn? Ist was passiert? Was Schlimmes? Bitte, mach mir das jetzt nicht kaputt, ja? Ich muss es dir sagen. Werner. Ach, Werner, bitte, hör auf mit dieser Geschichte, ja? Dieser blöde Verdacht, das ist doch Unsinn. Nein, es ist kein Unsinn. Nein, ich höre mir das jetzt nicht an. Heute ist der schönste Tag in meinem Leben. Ich gehe jetzt Tanja suchen. Ich habe den Beweis dafür, dass Werner schuldig ist. Werner, der Vater deiner großen Liebe, ist schuld daran, dass ich 8 Jahre lang im Knast war. Diese Familie ist an allem schuld. Ich kann doch nichts dafür. Vater,
wie erbärmlich bist du eigentlich, hä? Dir geht's doch nur um diese Fusion. Dir geht's um Geld, Geld, Geld. Was mit mir ist, ist dir doch völlig egal. Ach, wenn's so wäre, wenn's nur ums Geld ginge, glaube ich, ich wäre froh. Aber es geht nicht ums Geld, es geht um Laura. Sie ist nicht die Richtige für dich. Ja, natürlich nicht. Weil sie kein Geld hat, weil sie keine einflussreiche Familie hat, deswegen. Dir war sie doch immer so sympathisch und jetzt kommst du mir so, das ist verlogen. Laura ist sympathisch, glaube mir, sie... Hör doch auf, ich habe keine Lust mehr, das mit dir zu diskutieren. Alexander, du glaubst Laura zu lieben, aber in Wirklichkeit... Was? Ach so, liebe ich nur ihren Körper, ja. Weißt, du hast recht. Ich liebe ihren Körper, ich liebe ihren Mund, ihre Nase, ihre Augen, ich liebe alles an ihr. Laura ist der Mensch, der mich perfekt macht, der mich komplett macht. Reicht das? Bitte hör auf damit! Du wirst dich dran gewöhnen müssen. Ich werde es nämlich jedem erzählen. Nein, du wirst gar nichts! Vater, du kannst mir nichts verbieten. Hast du das endlich begriffen? Alexander, es geht nicht. Bitte zwing mich nicht, dir zu sagen, warum. Du darfst sie nicht lieben. Bitte! Ach, glaube mir. Wie sehr ich dir dein Glück wünschen würde. Wirklich. Es geht nicht. Laura ist deine Schwester. Ich soll Lauras Bruder sein? Vater, wenn das einer deiner Scherze sein soll, dann... Es ist die Wahrheit, Alexander. Bitte glaub mir. Ich glaub dir überhaupt nichts. Du willst doch nur diese Fusion durchsetzen, aber ohne mich. Ich habe lange genug auf mein Glück gewartet. Mein Gott, wenn ich wollte oder könnte, ich würde deinem Glück doch niemals im Wege stehen. Aber mein Entschluss steht fest. Ja? Ich werde Laura heiraten, ich liebe sie. Und ich habe Lauras Mutter geliebt. Sie ist unser Kind. Bitte, ja, hör doch auf damit. Alexander, du wirst mir jetzt zuhören. Bevor ich in den Westen kam, hatte ich eine Affäre mit Lauras Mutter. Wir haben uns geliebt. Aber Susanne war damals mit Peter Mahler verheiratet. Sie wollte ihn nicht verlassen. Und ich wollte raus aus dem Osten. Nach der Trennung mehr denn je. Vater, du bist 71 geflohen, ja? Laura ist noch nicht mal 30, also was lügst du mich an? Wir haben uns noch mal getroffen später dann, in Ungarn. Und wir haben... Ihr habt die alten Zeiten aufleben lassen, ja. Schön, aber das heißt auch noch lange nicht, dass Laura dein Kind sein muss. Es gibt einen Gentest. Ist das nicht Beweis genug? Vielleicht ist irgendwas schiefgegangen bei dem Test. Ich weiß nicht. Eine Verwechslung. Nein, es gibt keinen Zweifel. Alexander, bitte, du musst den Tatsachen ins Auge sehen. Laura und du, ihr könnt nicht heiraten, geschweige denn Kinder bekommen. Ihr seid Bruder und Schwester. Wieso hast du mir das nicht schon früher... Wie lange weißt du das schon? Seit ein paar Monaten. Das ist nicht fair. Das ist verdammt nochmal nicht fair. Ja, Lies. Ich glaub's dir auch so. Hier steht es schwarz auf weiß. Dass Werner nicht nur den Raub begangen hat. Diese ganze Familie, das sind alles solche Verbrecher. Hör auf, Papa, hör auf! Alexander ist nicht so, er hat überhaupt nichts gemacht. Und deshalb soll ich schweigen? Ich war für Werner unschuldig im Knast, Laura. 8 Jahre. 8 lange Jahre, die ich hätte mit deiner Mutter verbringen können. Es wird Zeit, dass Werner endlich dafür büßt. Hör auf, Papa, bitte. Ich weiß. Ich weiß, du willst Gerechtigkeit. Aber das bringt dir doch die verlorenen Jahre nicht zurück. Ich kann ihn nicht laufen lassen. Ja, sicher. Ist deine Entscheidung. Ich möchte doch auch, dass du glücklich wirst. Wie soll ich denn glücklich werden, wenn du Werner ins Gefängnis bringst? Warum? Warum musst du dich ausgerechnet in Alexander Saalfeld verlieben? Ist mir schon klar, warum du nichts gesagt hast.
Mutter soll nichts davon erfahren. Ach, deine Mutter weiß es schon länger, dass ich Lauras Vater bin. Aber wenn du nicht Laura... Das hätte ich doch niemals getan, wenn ich die Wahrheit gewusst hätte. Herrgott nochmal, warum habe ich nicht früher etwas davon erfahren? Weiß Laura davon? Nein. Sie wird es nicht glauben können, genauso wie ich. Du darfst ihr nicht sagen. Sie darf es nicht erfahren. Bitte? Ich soll mich von Laura trennen und soll ihr die Wahrheit nicht sagen? Glaub mir, es ist besser so. Auch Robert sollten wir aus der Sache raushalten. Das kannst du nicht von mir verlangen. Du wirst tun, was ich dir sage. Ich habe meine Gründe. Ach ja? Und was sind das für Gründe? Herr Gott, um Alexander, das hat dich nicht zu interessieren. Außerdem geht es nicht um mich, sondern es geht um Laura. Willst du denn, dass sie auch noch ihren Vater verliert? Ich denke, du bist ihr Vater. Ach, du weißt genau, was ich meine. Für Laura ist Peter Mahler ihr Vater, den sie liebt. Reicht es nicht, dass sie schon ihre Mutter verloren hat? Laura wird mich verachten, wenn ich mich von ihr trenne, ohne ihr die Wahrheit zu sagen. Du wirst es aushalten. Für Laura. Oder willst du ihren Schmerz noch vergrößern? Nein, natürlich nicht. Also, dann weißt du, was du zu tun hast. Ja, ich weiß, was ich zu tun habe. Ich weiß allerdings nicht, ob ich so gut lügen kann wie du. Aber ich habe keine Zeit. Ja, ich habe auch überhaupt keine Zeit. Hey, was ist denn? Du bist ja ganz durcheinander. Entschuldige, ich... Du, Alexander, wenn irgendwas ist, ich bin immer für dich da. Aber lass... Entschuldige. Entschuldige, ich kann nicht mit dir reden. Ich... Alexander war vorhin so aufgeregt. Was hatte er denn? Wenn er Probleme mit dem Hotel hätte, dann würde ihn das nicht so aus der Fassung bringen. Es muss irgendwas Schlimmeres sein. Oh Mann, hoffentlich geht's seiner Mutter nicht schlechter. Wenn doch, dann werde ich für ihn da sein und ihn trösten. Zusammen stehen wir das durch. Was ist denn das für ein Gestank? Welcher Dilettant war denn das? Entschuldigung, ich. Das war ich. Ich brauche die für die Pralinen. Ja, jetzt wohl nicht mehr. Mach mal jemand die Tür auf. Doch nicht die, du Trottel. Wenn dieser bestialische Gestank in den Gastraum dringt, dann haben wir die längste Zeit ein volles Restaurant gehabt. Ich könnte vielleicht rausgehen und uns erklären, schnell. Und da stehen Sie sich. Oder wollen Sie unsere Gäste mit der Nase darauf stoßen, dass Sie Briketts statt Pralinen produziert haben? Ich habe einen Ruf zu verlieren. Und Sie haben Mist gebaut. Entschuldigung, kommt nicht wieder vor. Kein Widerspruch? Umso besser. Was ist mit euch Schlafmützen eigentlich los? Wie nennt man das Ding da in eurem Gesicht? Ist das eine Nase oder nicht? Los, weiterarbeiten. Ich mach das gleich alles wieder sauber. Nein, nein, nein. Sie müssen sich zuerst um das Dessert für morgen kümmern. Wir haben eine geschlossene Gesellschaft. Wie Sie wünschen.